Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Gesundheitsmagazins der Gesundheitsmetropole Hamburg. Bereits in den vergangenen zwei Sendungen haben wir uns ja mit dem Thema Tumorkonferenz beschäftigt. Und auch heute werden wir über diese besondere ärztliche Zusammenarbeit sprechen, die, das kann man wirklich sagen, die Behandlung von Tumorpatienten weit nach vorne gebracht hat. Wir wollen heute eine Art Fazit ziehen und noch einmal die wesentlichen Inhalte und Vorteile einer Tumorkonferenz für Sie zusammenfassen. Unmengen an Bildmaterial werden von den Medizinern während einer Tumorkonferenz analysiert. Hier erörtern Radiologen, Chirurgen und andere Fachmediziner wie Pneumologen oder Gastroenterologen gemeinsam einen Fall nach dem anderen. Besonders komplexe Fälle einer Erkrankung werden vom behandelnden Arzt vorgestellt. Zwar können die von den verschiedenen beteiligten Spezialisten angemeldet werden. Wenn man Lungenkrebs nimmt, zum Beispiel vom Lungenfacharzt, aber auch vom Thoraxchirurgen, aber auch vom Strahlentherapeuten, aber auch vom Radiologen etc. Und dann wird gemeinsam der gesamte Fall mit allen Einzelheiten durchgesprochen und gemeinsam wird eine Lösung für den Patienten gesucht. Circa 20 Patienten werden pro Woche besprochen. Die Dauer der Analyse eines Falls hängt von seiner Schwere und Komplexität ab. Für die Tumorkonferenzen ist die Hauptverbesserung die sogenannte Digitalisierung. Wir können Röntgenbilder oder auch Endoskopiebilder oder Ultraschallbilder sozusagen auf einer Leinwand sehen. Auf der Basis der bisher gestellten Diagnosen wird dann die individuelle Therapie für den Patienten ausgewählt. Ich begrüße jetzt ganz herzlich zwei Experten bei mir im Studio. Einmal zu meiner Rechten Frau Dr. Susanne Tiede, Sektionsleiterin der Onkologie in der Asklepios Klinik Harburg. Und an ihrer Seite wiederum herzlich willkommen Dr. Thomas Mansfeld, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik Wandsbek. Und Sie beide leiten ja unter anderem in Ihren Häusern auch die Tumorkonferenzen, über die wir jetzt sprechen wollen. Herr Dr. Mansfeld, wir haben über die Vorteile dieser Einrichtung eben im Beitrag schon einiges gehört. Aber was ich mich frage, ist die Zusammenarbeit denn wirklich immer so leicht, wenn so viele Experten auf ihren Gebieten zusammenkommen? Also finden Sie immer eine Lösung? Ja, leicht würde ich die Zusammenarbeit sicherlich nicht immer bezeichnen. Das haben wir über den Verlauf der letzten 10 Jahre schon langsam lernen müssen, wie wir diskutieren, wie wir auch fachlich, sachlich vernünftig diskutieren. Aber ich behaupte, dass wir da ganz entscheidende Fortschritte gemacht haben. Und das ist in der Regel bei, ich denke, in unserer Konferenz wird bei 100% der Patienten ein Konsens erzielt, eine gemeinsame Meinung gefasst. Und es gibt auch keine Streitereien und keine größeren Ausfälle. Also das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Inwiefern man immer zu den Ergebnissen kommt, das werden wir heute im Laufe der Sendung natürlich noch klären. Vielleicht zum Anfang noch etwas allgemeiner geblieben, Frau Dr. Tiede, inwiefern, also auch auf welchen Gebieten hat sich denn die Behandlung von Tumorpatienten dank der Tumorkonferenz konkret verbessert? Also es hat sich einfach eine verbesserte Zusammenarbeit ergeben. Es ist klar, welcher Mitarbeiter welche Informationen über den Patienten und seine Erkrankung im Vorfeld zusammenträgt und präsentiert. Und es ist ein strukturierter Rahmen gefunden worden, wie diese Informationen zusammengefasst werden, sodass zu Beginn der Tumorkonferenz dann auch alle erforderlichen Informationen vorliegen. Mhm.
Das heißt, es ist also nicht so, dass Sie und Ihre Kollegen in der Sekunde, in der der Patient vorgestellt wird, zum ersten Mal von diesem Fall hören, sondern Sie bereiten sich auch wirklich vor, also wirklich effizient auch diese Einrichtung, oder? Ja, also dadurch, dass eine systematische Erfassung aller Informationen vorliegt und unter Umständen auch nochmal recherchiert wird, welche wissenschaftlichen Daten zugrunde liegen für die Umgebung der Empfehlung, hat sich die Behandlung und die Prognose der Patienten deutlich verbessert. Es ist wahrscheinlich auch so, dass jeder Kollege auch wirklich da gut gebrieft reingehen möchte, damit man im Zweifel auch schnell die passende Lösung parat hat, oder? Ja. Inwiefern bedeutet denn der Austausch mit den Kollegen, die ja alle Experten auf ihren Gebieten sind, vielleicht auch immer eine gewisse Weiterbildung für Sie? Denn Sie hören ja bestimmt auch die ein oder andere Fachmeinung jedes Mal wieder neu, die Sie selber dann auch weiterbringt, oder? Ja, selbstverständlich. Das hat uns natürlich ein wesentlicher Aspekt, der sozusagen abfällt für mich zum Beispiel als Chirurgen. Ich habe es gelernt, jetzt auch onkologische Inhalte zu verstehen und mit Onkologen zu diskutieren und mich damit auseinanderzusetzen und lerne jedes Mal etwas dazu. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass wir eine Verbindlichkeit haben. Es ist extrem wichtig, dass alle Mitarbeiter praktisch sich verbindlich daran halten müssen, dass nur Patienten gezeigt werden, die man auch kennt, die auch wirklich Bescheid wissen. Das ist der entscheidende Unterschied auch zu den früheren Tumorkonferenzen, die wir noch vor 15 Jahren hatten, wo keiner etwas wusste und wo keine Entscheidungen getroffen werden konnten. Mhm. Und erst seit wir diese Verbindlichkeit wirklich definitiv eingeführt haben, seitdem ist die Effizienz dieser Tumorkonferenzen wirklich um 100% gestiegen. Mhm. Wir werden gleich noch weiter über die Tumorkonferenz sprechen, meine Damen und Herren, damit Sie sich selbst auch noch mal ein ganz genaues Bild davon machen können, wie so eine Fallbesprechung aussieht, haben wir eine Tumorkonferenz begleitet, und zwar in der Asklepios-Klinik Harburg. Monika Riemann wurde bereits erfolgreich wegen Darmkrebs behandelt. Jetzt wurde bei der 63-Jährigen jedoch eine verdächtige Stelle in der Lunge entdeckt. Die Patientin ist aufgrund ihrer komplizierten Krankenvorgeschichte ein klassischer Fall für die Tumorkonferenz. Bei ihr ist ein sehr hohes Risiko bei jeder medizinischen Maßnahme. Und wir müssen dann besprechen, erstens kann der Thoraxchirurg diesen Herd leicht entfernen. Könnte er auch zum Beispiel einen Unterlappen komplett entfernen, wenn sich rausstellt bei der Operation, dass zum Beispiel gar keine Metastase ist, sondern Lungenkrebs? Ja, wie wird sie das wegstecken? Wie müssen wir da vorgehen? An der Konferenz können auch niedergelassene Ärzte teilnehmen, die den Rat der Experten aus der Klinik suchen. In ca. 80% der Fälle kommen die Spezialisten schnell zu einem eindeutigen Beschluss. Da geht es beispielsweise um Fragen, soll in der Reihenfolge, soll man erst eine Chemotherapie beispielsweise machen und dann operieren oder soll man erst operieren und dann eine Chemotherapie machen? Manchmal geht es auch um die Frage, soll man nur eine Chemotherapie machen oder soll man zusätzlich eine Bestrahlung gleichzeitig machen? Bei Monika Riemann entscheiden sich die Ärzte zunächst für eine Operation. So kann abgeklärt werden, um was es sich bei der Wucherung in ihrer Lunge handelt. Frau Dr. Thiede, vielleicht können wir mal so zusammenfassen. Hat die Tumorkonferenz und wenn ja, wie ganz konkret die Prognose und auch die Überlebenschancen für Patienten verbessert? Haben Sie da Zahlen? Gibt es Studien dazu? Also zum einen sind die Überlebenschancen der Patienten dadurch verbessert worden, dass heute oft viele verschiedene Therapieformen ineinander greifen. Die Operation, die Bestrahlung und auch die Chemotherapie oder andere systemische Therapien, also medikamentöse Therapien, die wir heute zur Verfügung haben. Mhm. Und die Feinabstimmung, welche Therapie wann eingesetzt wird, wird in der Tumorkonferenz oft festgelegt. Und dann wird auch festgelegt, welcher Kollege, welche Fachdisziplin wann den Patienten betreut. Und es gibt auch Daten, zum Beispiel aus Birmingham, aus gynäkologischen Tumorkonferenzen und aus North Carolina von Hals-Nasen-Ohren-Tumorkonferenzen, dass tatsächlich im Laufe der Zeit sich durch eine verbesserte Zusammenarbeit und einen verbesserten Austausch und eine verbesserte Kooperation die Therapieempfehlungen verbessert und präzisiert haben und damit auch sich die Behandlungsqualität für die Patienten verbessert hat und damit letztendlich auch die Prognose für die Patienten.
Das sind ja alles sehr, sehr positive Aspekte, die Sie erwähnt haben. Würden Sie demzufolge logischerweise sagen, dass in Zukunft sich die Einrichtung einer Tumorkonferenz immer noch weiter ausbreiten wird? Also wird es so sein, dass immer mehr, vielleicht auch die kleineren Kliniken, Tumorkonferenzen einrichten werden, weil auch ja mittlerweile immer klarer wird, wie wichtig die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist? Also nach dem, wie wir miteinander jetzt arbeiten, wie wir gelernt haben, unsere Zusammenarbeit zu optimieren, würde ich sagen, das hat sich bewährt und das sollte möglichst auf breiter Basis überall eingesetzt werden. Nun ist natürlich für eine Tumorkonferenz die Anwesenheit vieler Fachleute erforderlich, der Röntgenärzte, der Pathologen, der Strahlentherapeuten, von Chirurgen, von Internisten und eventuell noch weiteren klinischen Disziplinen. Das kann natürlich nicht jedes kleinere Krankenhaus so vorhalten. Es gibt zwar die Möglichkeit, übers Internet zu kooperieren, aber der direkte Austausch, auch unter Fachkollegen, die sich kennen und wissen, wie sie arbeiten, ist natürlich noch mal ein Pluspunkt großer Häuser. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass zum Beispiel Brustkrebs heutzutage nur noch in Zentren behandelt werden kann, wo diese Konferenzen ja essentieller Bestandteil sind. Und mit Darmkrebs wird es zukünftig dasselbe sein. Und das wird sich wahrscheinlich auch auf alle anderen Krebsarten ausbreiten. Also das wird ja essentieller Bestandteil der Tumorbehandlung sein, dass eine funktionierende Tumorkonferenz vorhanden ist in einem solchen Krankenhaus. Herr Dr. Mansfeld, haben Sie zum Schluss noch mal ein, zwei Tipps konkret an unsere Zuschauer? Sollte jeder Tumorpatient wirklich darauf bestehen, auch im eigenen Interesse natürlich in einer Klinik behandelt zu werden, in der es eine Tumorkonferenz gibt? Und wenn ja, wie finde ich denn raus, ob so eine Einrichtung überhaupt besteht? Rufe ich da einfach an oder wo kann man das rausfinden? Ja, den ersten Teil Ihrer Frage würde ich natürlich unbedingt bejahen. Selbstverständlich sollte jeder Patient, der eine Tumorerkrankung hat, was ja wirklich ein sehr ernstes Problem ist, der sollte sich die bestmögliche Behandlung möglichst beschaffen, die er bekommen kann. Und das ist natürlich nur dort, wo so ein Tumorboard funktioniert. Es gibt natürlich kein Verzeichnis darüber. Alle Kliniken bieten das im Grunde genommen an. Aber er sollte sich sehr wahrscheinlich vertrauensvoll an seinen Hausarzt wenden, der in der Regel mit Kliniken zusammenarbeitet, die auch gerade eben für Tumorerkrankungen spezialisiert sind. Und ein anderer Tipp ist natürlich immer, auf die jeweilige Internetpräsenz der Kliniken zu gucken. Denn dort findet man auch Hinweise auf diese Konferenzen. Ich glaube, wir haben auch in dieser Sendung genügend Vorteile aufgezählt, weswegen das wirklich der bessere Weg ist, in eine Einrichtung mit Tumorkonferenz zu gehen. Frau Dr. Tiede, Herr Dr. Mansfeld, vielen Dank für die Informationen und dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, und damit geht unsere Sendung für heute auch schon wieder zu Ende. Die Zeit, die rast immer, das kann ich Ihnen sagen. Drei Ausgaben lang haben wir jetzt über das Thema Tumorkonferenz berichtet und wir hoffen natürlich, dass wir Sie damit wirklich umfassend informieren konnten. Falls Sie aber doch noch eine Frage haben, können Sie sich gerne an die jetzt dunkelgrün markierten Asklepios-Kliniken wenden oder auch ganz bequem unsere Infotelefonnummer anrufen. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe für Sie und auf Wiedersehen.